The revolution will be broadcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der chronisch besten Freunde. Ja, es ist immer noch sau heiß, aber die Wetterprognosen sagen uns ja das Ende vom Sommer voraus. Es ist schon wieder vorbei jetzt dann. Natascha, was sagst du dazu? Ja, wenn die Folge raus ist, dann ist eh schon vorbei, weil dann ist schon Huschi. Das ist so meine Prognose. Wenn man das hört, wird einem aber ganz warm ums Herz. Egal. Hoffentlich ist es noch ein bisschen Sommer-Vibes mit uns, mit dem letzten Hauch sozusagen. Ich meine, dann bist ja du nochmal, du bist ja dann weg. Du bist ja dann nochmal weg, hast du gesagt? Ich bin ja dann nochmal weg. Du bist ganz weg, aber du fährst ja nochmal jetzt nach Frankreich und ich fahre. Bin ich mal halb weg. Du bist halb weg. Na, du bist viertel weg, ich bin halb weg, weil ich bin länger weg als du. Ja, aber ich schaue dann nochmal, wo der Sommer ist, ob der noch in Italien ist oder nicht. Ganz sicher, du kriegst noch einen wunderschönen kleinen Kurzausflug. Kurz Sommer am Meer. Das wünsche ich mir. Bei mir bist du einfach so freundlich und bringst mir das Dreckswetter mit, wie du das gern so machst halt. Naja, dann ist man jetzt so heiß, wenn ich nach Wien komme, wenn ich Auto fahre. Ja, ich wäre aber gern mit dir abends draußen gesessen und... Da können wir trotzdem machen. Booty gefahren am Montag. Booty gefahren? Ja, aber wenn wir das Booty fahren, wir von unten nass und von oben nass. Dann müssen wir uns halt richtige Klamotten mitnehmen. Ah. Du schaust schon wieder so abgelenkt. Gab es noch mal eine Nachricht? Hast du irgendeine Nachricht erhalten? Ja, aber das erzähle ich noch nicht. Das ist noch so frisch. Ah, okay. Das ist noch so frisch. Will ich noch nicht drüber reden. Über was wollen wir denn reden heute? Wir haben angekündigt, wir reden über Sex. Ja. Auch nicht schlecht. Und du hast gesagt, du bist nicht duscht. Also können wir das nicht machen. Das ist unverantwortlich. Ja, das ist eigentlich eklig. Quasi. Ja. Außerdem, bevor man zum Sex kommt, sollte man sie rasieren. Na, rasieren auch, aber sich überall waschen natürlich. Und überall rasieren natürlich. Natürlich, aber so sollte man sich ja irgendwo irgendwie kennenlernen. Vorm Rasieren, ne? Nach dem Rasieren dann irgendwo. Ja. Dann musst du schauen, wie es läuft. Also wenn du niemanden zur Hand hast, dann rasierst du dich und duschst du dich ja umsonst quasi. Naja, man kann ja auch mit sich selber sehr lieb sein und das ist auch nett, wenn man vor. Also du meinst, man bereitet sich so ein bisschen vor, ich rasiere mich jetzt heute, mache mir noch eine schöne Badewanne. Und habe eine Liebesnacht mit mir selbst. Nimm noch ein bisschen Vaseline mit. Ja. Kokosöl geht übrigens auch. Schmeckt und auch erinnere mich an alle schönen Liebschaften, die ich bisher so in meinem Leben hatte. Oder stelle mir welche vor, falls die bisherigen irgendwie nicht so gut waren. In der Fantasie ist ja alles erlaubt. Das ist wahr, wie bei der Rache. In der Fantasie ist alles erlaubt. Und da kann man ja auch Dopamin und ein bisschen seine Lust abbauen quasi. Aufbauen und abbauen. Bisschen Parfum aufnehmen. Bisschen Parfum. Fremdes Parfum. Muss man dann nur eins kaufen? Ah, das wäre natürlich eine Idee. Dann nimmt man sich, also eine Frau, kaufe mir ein Herrenparfum, das sie mag. Und sprühe das Nebenkissen ein bisschen ein, mache die Augen, dann glaube ich, es wirklich wer da. Hey, das ist ein guter Trick. Da habe ich noch nie dran gedacht. So ja, ihr Lieben, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, liked doch unseren Kanal, abonniert ihn, gebt ihn weiter und ich hoffe natürlich, dass ihr von unseren Beziehungstipps oder Sextipps vielleicht irgendwas verwenden könnt. Ansonsten könnt ihr uns auch gern über eure Praktiken informieren. Haben wir auch Bock dazu, das mal zu erfahren. Wer sich traut, ran an die Tasten. Jetzt schaut die schon wieder woanders. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber die ist so abgelenkt. Ich glaube, da ist was passiert in Wien. Mach dein WhatsApp aus nebendran oder Telegram. Nein, ich bin total konzentriert und bei dir. Das ist unglaublich. Wenn das jetzt schon hier beim Podcast Einzug hält, diese Unkonzentriertheit. Wie ist es in unserer zweiten oder dritten Lebenshälfte? Wie lernt man denn in Zukunft Leute oder Menschen kennen?
Ich habe jetzt letztens nochmal einen Podcast gehört, der wirklich sagte, du musst leben, du musst hinaus, du musst hinausgehen, denn dort befindet sich ja das wahre Leben. Stell dein Angebot in die Welt. Ja, geh raus, dort sind die anderen. Weil zu Hause wird dich keiner finden. Ja, wobei im Winter ist auch blöd, gehst raus, ist auch keiner da. Ja, die sitzen halt dann irgendwo. Ganz ehrlich, wenn ich mit einem Kaff rausgehe, da passiert auch nicht viel. Ja, in deinem Kaff, das weiß ich. In meinem Kaff wahrscheinlich auch nicht. Bei mir wäre eher schon so dieser Vorschlag, geh raus, setz ins Auto, fahr raus. Also bei mir ist nicht geh raus, bei mir ist es fahr raus und irgendwo wieder rein. Also in eine größere Stadt oder so. Weil sonst wird das nichts. Aber ansonsten, ja, mein ganz heißer, brandneuer Tipp, willst du ihn kennenlernen, geh ins Gasthaus. Ja, warum nicht? Also wir wollen euch jetzt mal so ein bisschen verpflegen mit, keine Ahnung, wie gesagt, Tipps für die zweite und dritte Lebenshälfte. Wie kann man im Alter noch Menschen kennenlernen? Also ich bin ja eigentlich, für mich ist es ja wirklich wieder so eine, gut, Corona ist Gott sei Dank vorbei, jetzt geht's wieder normal. Aber für mich ist es ja schon, ich habe da Phobie vor, irgendwie rauszugehen und sagen, hey, du, grüß dich. Na, weil du das nicht gewöhnt bist. Also ich bin's halt überhaupt nicht gewöhnt, dieses hey, grüß dich. Ich habe mich ja bis dato immer auf irgendwelchen Dating-Plattformen rumgetrieben. Aber da ist auch nichts irgendwie. Also schon auch, aber das ist Hit or Miss, wie sagt man? Das weiß ich nicht, aber wenn du Angst hast, rauszugehen, dann nimm da halt wen mit. Ich meine, du musst ja nicht allein gehen, du bist der Freund, du bist ja nicht. Ja. Spasti. Hoppla, darf ich nicht sagen. Zurücknehmen, 3-Sekunden-Regel. Auf jeden Fall, nachdem wir beide ja, wir können jetzt ja live darüber philosophieren, da wir ja beide in keiner Beziehung stecken, können wir darüber philosophieren, wo wir denn hinwollen oder wie das funktionieren könnte jetzt in Zukunft oder wie wir es vorstellen. Ja. Also nach den letzten Beziehungen, da hat es ja in mir sehr, sehr viel gearbeitet und habe mir überlegt, was ist denn das? Was will ich denn? Warum haut das nicht hin? Und ich war online unterwegs und ich habe über die Facebook-Dating-App, haben wir, glaube ich, auch schon mal vor Monaten drüber gesprochen. Ich glaube, die hast du auch mal ausprobiert. Da wollte ja, aber gut 2 Minuten, glaube ich. Ja, weil irgendjemand deine Füße sehen wollte und das war nicht so attraktiv, glaube ich. Ja, das war das bei Facebook oder bei Tinder? Ich weiß gar nicht mehr. Und eigentlich bin ich ja schon so weit, dass ich sage, das und das muss passen, ansonsten vergiss es. Jetzt hat mich eine geliked und da war... Ha? Wo hat die dich geliked? Auf der Facebook-Dating-App. Ah, du bist auf der Dating-App? Ja. Oh. Hat sie mich geliked und da als Profilbild nur ein Strauß, Blumenstrauß. Und so, ja, Eckdaten halt. Mein Gefühl hat mir schon gesagt, lass es. Aber ich bin neugierig, das weißt du. Also schreibt man. Und dann habe ich erstmal so geschrieben, wer sie eigentlich ist. Ich bin neugierig, keine Ahnung, ob sie nicht irgendein Bild hat. Und dann kam erst wieder diese Geschichte mit, ja, vom wegen Bild, oberflächlich und so weiter. Man kann doch über Worte, wo ich mir dann auch schon gedacht habe, ja, wenn jemand so anfängt, dann ist die vielleicht eh nicht meine Kragenweite. Aber egal, schreibst du einfach weiter. Und dann habe ich das ausprobiert, was wir auch schon vor einigen Wochen in unserem Podcast hatten, mit diesen 3 Fragen, die du so schön gestellt hast, die du mir so schön gestellt hast mit dem, welche Lieblingsfarbe? Ja. Welches Lieblingstier? Ja. Und das Wasser. Und das Wasser, genau. Ah, dann war das so ein, das hat sich so hingezogen, weil sie dann auch gesagt hat, oh, das sind ja Psychotricks-Spielchen. Da habe ich gesagt, na, mach halt einfach mit, das macht ja Spaß. Dann hat sie die, das hat sich da auch so ein bisschen neu gestellt und so weiter und so fort. Und ja, und falls es ihr da draußen vergessen habt, dieses mit der Frage nach der Farbe, das bedeutet, wie man selber ist. Mit dem Lieblingstier, wie man sich einen Partner wünscht.
Und mit dem Wasser, wie das Sexleben das eigene ist. So ungefähr. Nur nochmal zur Aufklärung. Und das habe ich ihr dann so geschrieben und sie war halt not amused. Vielleicht sollte man diese Fragestellung vielleicht auch bei einem Live-Treffen einfach mal machen, dann um die Reaktion zu sehen, weil wenn du kein Bild vor Augen hast. Auf jeden Fall ging diese Schreiberei dann noch ein bisschen weiter und auch auf die Frage, was ich denn will. Und dann hat sie auch so reingeschrieben, wie ging's denn, wie war es denn? Ach, dass es ihr so vorkommt, als wäre ich vergeben. Und er hat gesagt, naja, ich vergeben nicht, aber ich hatte gerade so ein paar stressige Situationen und hinter mir und so weiter und so fort. Aber alles okay. Und dann ging es halt so weit, dass ich irgendwie gefragt habe, wie es denn so ist und wie ihre Hobbys denn sind, was sie sich vom Leben wünscht und dann, was man halt so sagt. Was man halt so sagt, Humor, Treue, Vertrauen. Und dann kam von ihr, ja, nee, dann kam, habe ich so, ja, aber wir werden uns ja wahrscheinlich eh nie treffen. Dann kam von ihr, ja, du könntest ja einfach ins Auto steigen und zu einem Treffen kommen. Ich habe gesagt, das wäre ja sowas wie ein Blind Date. Also ich würde ja gern wissen, wie mein Gegenüber ausschaut, wenn du auch schon auf meinem Profil meine Bilder siehst. Ja, und dann ging das Geplänkel noch so ein bisschen weiter und dann hat sie gesagt, ja, wenn du das möchtest, aber dir muss jetzt bewusst sein, ich bin 1,58 Meter groß und wiege 80 Kilo. Sie ist mollig. Du magst ja eher so sehr schlanke Frauen, ne? Was heißt sehr schlanke? Muss nicht sein. Aber ich möchte die Person sehen. Ich meine, es hat ja auch, es geht nicht darum. Ja, da siehst du ja ganz viel von der Person. Aber wie würdest du denn reagieren? Würdest du dich auf ein Gespräch, obwohl du den nicht siehst, einlassen? Habe ich. Ich bin sogar ins Flugzeug gestiegen. Und okay. Nach München geflogen. Und nach München, da habe ich noch auf Mallorca gelebt. Es war noch zu ganz Anfangszeiten des Internets, wenn man sich, das war ICQ. Weißt du, das kenne ich auch noch, ja. Da habe ich einen kennengelernt, einen Kärntner, der in München gelebt hat. Und ich war so verliebt, wir haben halt geschrieben und ich war so verliebt. Und da war nichts mit Bildchen und so und der wollte mir halt kein Bild schicken. Und der hat mir dann nur so Bildschnipsel geschickt, ja, wo ich nur Haare gesehen habe und ein Stück Stirn. Also ich hatte keine Ahnung, was der für ein Gesicht hat. Und es war quasi kein Blind Date, sondern ein Puzzle Date. Ja, aber ich war dermaßen verliebt, dass ich ins Flugzeug gestiegen bin. Ja, aber habt ihr telefoniert? Ich weiß gar nicht, weil das war ja damals auch noch teuer. Also da kann ich mich nicht mehr erinnern. Er war dann ganz niedlich. Ich meine, er war jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema, aber er war jetzt nicht grotesslich oder so. Und nachdem ich so verliebt war, hat man dann einfach schön geredet. Also wir waren dann im Kino und ich sitze dann im Kino so neben ihm. Das ist natürlich auch blöd, ja. Erstes Date, dann gehst du ins Kino, da redst du ja nichts. Also das war bescheuert. Aber wahrscheinlich waren wir beide nervös, keine Ahnung. Und ich sitze dann so neben ihm und schaue ihn mir an, damit ich mir mal überlege, gefällt mir der eigentlich, ja? Und schaue ihn so an und denke mir, naja, es ist jetzt nicht so der Wow-Hingucker, wo es gleich, wie gesagt, der war nicht hässlich, ja, aber es war jetzt nicht so. Und dann haben wir gedacht, ich weiß schon, was das ist. Das ist wie bei Superman. Und jetzt ist er gerade Clark Kent. Das ist natürlich auch süß. Ja. Ja, ich fühle mich natürlich schon auch ein bisschen schlecht, weil man dann ja doch irgendwie von der Optik gesteuert wird, was einem gefällt oder was einem nicht gefällt. Aber das ist doch auch normal, das machen die Tiere nicht anders. Die gehen nach dem Riechen. Beim V oder sowas. Ja, genau, Vogelstrauß, nicht, der sieht nichts, der hat seinen Kopf im Sand. Aber ja, da gibt es ja viele, die sich extra schön machen für. Ja, aber ich fühle mich da schon auch ein bisschen. Einerseits von der Linie, wo ich mich jetzt eigentlich hinbewegt habe, wo ich gesagt habe, naja, ich weiß eigentlich jetzt, in welche Richtung es gehen soll und sowas. Klicke ich halt einfach gar nicht mehr an. Weil wenn sich jemand gar nicht zeigen möchte, dann wird er einen Grund haben.
Also entweder er ist so hübsch, dass er keine anmachen will, oder er ist so dass er Ja, sich selbst nicht zeigen oder möchte. extrem schlechtes Selbstwertgefühl und so weiter. Und dann ist halt, Genau. das ist zwar schade für denjenigen, ist sehr traurig, soll in Therapie gehen oder sonst was, ja, aber Es wollen tut wir mir das ja an, auch leid. ja, aber wollen wir das an der Backe haben? Nein, wir Nein, wollen. und es kostet ja auch Zeit. Also ihr Lieben da draußen, wir in unserer zweiten und dritten Lebenshälfte, es kostet alles Zeit und Energie. Ja. Die haben wir eigentlich nicht. Und ich meine, so war es natürlich wieder so eine Ablenkung. Du schreibst und du wartest und du schreibst und du wartest und es geht irgendwie in eine Richtung, wo du nicht genau weißt, wo es hingeht. Und zum Schluss geht es in eine Richtung, wo du sagst, ja, geht eh nicht. Wenn sie am Anfang das irgendwie schon sagt, dann kann man immer nur sagen, du, sorry, ist jetzt nicht meine Baustelle, finde ich jetzt nicht so toll. Weil dann kannst du ja gleich direkt damit umgehen. Ja. Oder? Oder ja. Da habe ich falsch gehandelt oder hättest du mir etwas anders vorgeschlagen? Da gibt es kein falsch und kein richtig. Ja. Du musst das für dich entscheiden und wenn sich das für dich nicht richtig anfühlt, dann ist es nicht richtig. Punkt. Ja, es hätte sein können, dass du jetzt sagst, Mick, hey, du bist da so oberflächlich, du hättest es gar nicht machen sollen oder keine Ahnung, hättest du ein bisschen charmanter sein können oder wie auch immer. Scheiß drauf. Ich habe doch keine Zeit. Wie mir dein Ex gesagt, das braucht alleine 2 Jahre Beziehung, bis man sich kennt. Da musst du aber eine Beziehung haben und dich treffen und so weiter. Ich kenne andere Leute, die kenne ich auch seit 2 Jahren und die kenne ich noch immer nicht. Weil wenn man sich nur alle Damen lang irgendwo sieht für ein halbes Stündchen, ja, dann kennt man den nicht, ja. Und ja, heutzutage schreibst du dann auf Facebook, WhatsApp oder sonst irgendwo irgendwelche blöden Nachrichten hin und her. Alles wird missverstanden. Wird rumrein interpretiert, nichts kennst, nichts. Live-Treffen, können uns mal jetzt zehnmal kommen, es kommt Corona wieder, glaube ich ihnen nicht mehr, fertig. Also nochmal machen die das mit mir nicht. Ich gehe jetzt raus. Ja, Ich habe gesagt, jetzt, hab jetzt wieder gesehen, ich kann es noch, was mich immens beruhigt hat, habe festgestellt, es war sehr dumm von mir. Ich meine, vielleicht habe ich es auch gebraucht in meinem Leben, diese zurückgezogene Zeit, die ich mir nicht bewusst genommen habe. Aber vielleicht hat mein Unterbewusstsein mich dazu gebracht, sie mir zu nehmen, um mich weiterzuentwickeln. Vielleicht ging das nur so auf diese Art und Weise. Kann ja sein, ich bin jetzt ein Einsiedler, ich gehe nicht raus, bin zwar traurig deswegen, aber ändere nichts dran. Ich hätte es ja ändern können. So, an den Standpunkt bin ich ja auch, weil ich fühle mich ja sehr, sehr wohl zu Hause, aber wenn ich dann hier zu Hause einsam bin, ist es auch nicht das Richtige. Ja, und ich habe letztens, ich war letztens auf dem Flohmarkt, weil ich ja mein ganzen Hausrat, nachdem ich das Haus verkauft habe, muss ja alles weg. War ja auf dem Also wer Flohmarkt. nur irgendwas braucht, bitte auch in die Kommentare. Alles, was irgendwie haushaltsmäßig, Natascha gibt nur einiges ab. Ja, und ich war auf dem Flohmarkt und da war der Nachbartisch, das waren so drei, ich nenne es drei Jungs, ich meine, die waren alle schon über 60. Aber da war einer, war natürlich aus München, fand ich auch sehr lustig. Und mit dem habe ich viel herumgeplaudert und so weiter und Ich habe hoffe, du erzählt. hast ihnen gleich gesagt, du hast auch einen Freund Eben, in mein München Großbester Freund ist in München. und wir machen einen Podcast. Ja, Hört's gesagt, dann rein? habe ihm leider kein Katerl gegeben. Ich Ah, Mensch, immer diese ich. bin immer noch zu blöd für sowas. Aber gut, auch da lerne ich eventuell dazu. Das kriegen wir noch hin. Und ja, habe dem so erzählt, was jetzt passiert, dass ich ein bisschen eine kleine Reise mache, ein bisschen eine Zeit lang in Frankreich vielleicht verbringen werde. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich mache mir da keine Sorgen, du bleibst nicht lange allein. Und das fand ich so süß. Ich habe den ganz frisch kennengelernt. Ich glaube, ich weiß nicht einmal, wie er heißt. Und das fand ich schon ganz witzig, aber ich dachte, ja, das ist wieder so Geschwafel von irgendjemandem. Ne? Aber ich war gestern mit meiner Mama und meinen Cousinen und deren Mama, also lauter Mädels waren wir, 5 Mädels, und waren wir essen. Und ja, und da habe ich dann auch mit jemandem gescheckert, sagen wir mal so. Und es Und funktioniert noch. es funktioniert noch, ja. Also ich traue mich, fremde Menschen ansprechen. Da, das ist Ich sage super. ja eh immer du, ich gehe einkaufen, ich rede ja ständig mit den Leuten. Ich muss nur zu den Leuten hin. Aber Das das ist mein gestern. Problem, weil ich rede überhaupt nicht mit den Leuten. Jo. Ich schaue bloß immer. Vielleicht sollte ich mal ein T-Shirt kaufen. Sprich mich an. Weil ich schaue nur. Ich schaue nur, genau. Und Oder das du hört sich aber schreibst. so an, hört sich an, als ob ihr Voyeur bin.
Na, oder schreibe ich überhaupt nur T-Shirt? Ich schau nur. Ja, dann kriege ich ja Einladung von einem Pärchen und die haben Sex und ich darf zuschauen, oder was? Nein, ich denke eher so an Geschäfte, weißt du, wo dann die Verkäufer immer kommen und man sagt, nein, nein, ich schau nur. Als Fetisch. Ja, das war im Laufhaus damals in Hamburg auch so. Sind wir auch vorbeigegangen und dann hat die eine gesagt, und kommt's rein? Habe ich gesagt, nein, ich schau nur. Ja, vom Schauen ist noch gar keiner kommen. Ah, das glaube ich schon. Dass das schon einigen passiert ist, dass sie noch vom Schau kommen. Ist so. Ja, also du hast geschäkert und mit Erfolg. Du hast deine Nummer abgegriffen. Den Rest erzähle ich jetzt nicht. Ah, aber du hast ja, du hast, ja. hast, hast, du, es war beendet oder möchtest du das, findet das Shakern weiterhin statt? Ich sage, ich darüber spreche ich jetzt nicht. Ah. Okay. Aber gut, ihr Lieben, wir wollten ja, wie gesagt, über Sex sprechen wir das nächste Mal. Also, wenn man sich kennenlernen möchte, in unserem Alter, in unserem Fortgeschrittenen, ist ja nicht so, dass wir jetzt nur noch drauf aus sind, wir wollen was Schnelles, was Flottes. Wir wollen ja eigentlich was fürs Leben. Oder? Oder Ja, oder was für einen Lebensabschnitt halt. Also. für einen längeren Lebensabschnitt, der, was sich mal gut anfühlt, wo man sich kennenlernt, wie du schon sagst, in und auswendig, mit allen Licht- und Schattenseiten. Und da ist es dann natürlich so, wie steige ich denn ein? Oder was frage ich denn meinen Gegenüber oder meine Gegenüber, wenn, angenommen, man hat sich ja schon jemanden ausgesucht, mit dem hat man sich schon ein, zweimal getroffen. Also ich würde ja wirklich diese drei Fragen, würde ich ja sozusagen bei einem ersten sympathischen Date schon mal stellen. Ersten. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich das beim ersten Date schon machen würde oder ob man dann eben eine rübergezogen kriegt, das sind das Psychospielchen, wie deine Dame das gemacht hat. Ja, ich glaube aber, dass es, wenn du in einer Live-Situation bist, du sitzt vielleicht bei einem Cocktail, es ist gerade lustig, und dann kann man sagen, du, ich habe da mal was gehört oder sowas in einem Podcast, das würde ich gerne jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, da macht doch jeder mit, oder? Ja. Ich weiß nicht. Weil es ist natürlich schon so, ich meine, du hüpfst ja jetzt gleich, ich weiß natürlich auch warum, weil wir ja letzte Woche viel drüber gesprochen haben, aber du hüpfst ja jetzt gleich schon ins dritte und vierte Date. Aber was machen wir beim ersten? Weil dein erstes Date ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also dieses erste Live-Date quasi. Und ich rede jetzt von so einem Live-Date, wo man nicht vorher, weil das habe ich auch schon ewig nicht gehabt, ja, wo man nicht vorher schon, weil man sich auf einer Plattform kennengelernt hat oder Ah. Nummern austauscht hat und dann aus irgendeinem Grund schreibt man sich halt und man schreibt sich erst und noch hat vielleicht noch gar nicht im Kopf, man hat mal ein Date, sondern man schreibt sie einfach so Man hat und eine Nummer und dann. ja, und dann ergibt sich eine Schreiberei, das ist vielleicht lustig und dann denkt man sich, boah, wir könnten uns ja mal treffen. Aber das andere, ein erstes Date, wo man vorher eigentlich außer dem Namen, wenn du Glück hast, nichts weißt. Dieses erste Date passiert oft, wenn du wen kennenlernst über wen anderen, dann hast du das erste Date an demselben Abend, wie du den kennenlernst. Aber weißt du, so wie es früher war, ja, lernst vielleicht wen kurz kennen, man tauscht Nummern aus, wenn man keine Zeit hat. Und man schaut weiter. Und man schaut weiter, früher gab es vielleicht nur SMS oder noch früher noch weniger oder so. Aber man geht zum ersten Date und hat eigentlich noch keine Ahnung von dem anderen. Ja, man weiß vielleicht gar nicht, wie er voll heißt, dann kann man nicht stalken, quasi, weil. Aber ich meine, wenn du die Nummer hast, also bevor ich mich jetzt mit jemandem treffen würde, würde ich jetzt nicht nur schreiben, sondern ich würde auch noch schon mal vorneweg telefonieren. Ja, ich weiß nicht, ob ich vor so einem Telefonat nicht. Das ist lustig. Ich schreibe ja ganz gern oder so. Wenn das jetzt jemand ist, den ich ganz frisch kennenlerne, also den ich noch nicht kenne und vielleicht nur 5 Worte belanglose geschrieben habe, so blöde Witze oder sowas, ja, so oberflächliches Zeug. Und dann ruft er an, ich glaube, da mache ich mir die Hosen. Echt? Ja, obwohl ich eigentlich ein sehr mutiger Mensch bin, aber. Aber das, also das so war halt meine Vorgehensweise. Egal, ob ich jetzt, wenn ich jemanden über eine Plattform kennengelernt habe, das jetzt Na Dating gut, oder eine aber dann ist. Freundesplattform war, oder du bist
mit jemandem in Kontakt gekommen, ist ja auch schon mal passiert bei Freunden, wo man dann eine Nummer getauscht hat. Aber dann schreibt man sich und dann telefoniere ich aber gern das erste Mal noch, bevor man sich irgendwo irgendwie trifft. Ja, aber dann hast du beim Telefonieren natürlich auch diese Frage, okay, was redet man denn jetzt? Also, was frage ich jetzt? Weil, puh. Ja, also da ist es jetzt ja eher so, du, wir haben uns ja jetzt kennengelernt oder wie geht's dir? Oder bist du, es war ganz nett das letzte Mal. Was treibst du so oder wie ist es denn? Oder so halt in die Richtung. Oder ich wollte mich jetzt einfach melden, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon deine Nummer habe, dann kann ich die ja auch mal benutzen. Benötigt sie auch, ja, wäre Verschwendung. Ne? Wir wollen ja energieeffizient sein. Wenn wir schon eine Nummer kriegen, dann nutzen wir die auch. Und dann geht's ja ins nächste, wo man sagt, ja, lass uns doch mal treffen. Naja, und dann triffst dich und dann. Sage ich jetzt mal, ist so das erste Date und wenn das einigermaßen sympathisch verläuft und man beiderseitig das Gefühl hat, man sollte das wiederholen, wenn es jetzt wirklich lustig ist, dann würde ich sogar das mit den drei Fragen bei dem Date machen. Ja, was denkst du darüber? Oder wann ist es denn für dich so, wo man sagt, okay, jetzt, der ist ganz nett, oder ab dem wievielten Date würdest du sagen, ja, jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen mehr wissen. Ist der eigentlich beziehungsfähig? Läuft der auf meine Bedürfnisse? Oder ich bin so neugierig und würde gerne wissen, ob das vielleicht matchen wird. Ist das bei Na dir gut. das zweite, dritte oder keine Ahnung? Ich glaube, so wie ich mich kenne, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, pflanze ich das da wahrscheinlich sowieso alles ins erste Date rein. Weiß ich nicht, man, vielleicht ergibt sich sowas auch. Weil die Frage ist ja, frage ich mehr oder rede ich mehr? So wie ich mich kenne, rede ich dann mehr. Was dem anderen aber natürlich dann auch wieder ein Gefühl des Vertrauens gibt. Also wenn ich von mir Sachen preisgebe, man erzählt natürlich nicht deine intimsten Auras oder sowas, ja. Aber dann, wenn du viel von dir erzählst, dann erzählt der andere wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr von sich, auch wenn er schüchtern ist oder so. Aber ich will halt schon so früh wie möglich, also jetzt ein ganzes Date nur auf Smalltalk, nein. Ja, das geht bei mir auch nicht. Also ich rede ja dann auch und da ist ja unser Auftrag ist in unserem Podcast, euch auch ein bisschen vernünftige Sachen mitzuteilen, haben wir uns natürlich auch ein bisschen weitergebildet. Weitergebildet kann man so sagen. Nee, weitergebildet nicht. Wir haben uns ein bisschen informiert, was denn vielleicht sinnvoll ist. Ja. Und ich würde das gern beim nächsten Mal vielleicht auch selber ausprobieren. Ja, werde ich auch. Weil wir haben uns so. Aber mal schneller ist. Was? Mach mal Challenge. Was ist eigentlich mit Meditieren? Wie schaut's da aus? Ich mache brav jeden Tag. Also ich mache auch, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist. Also Radfahren oder spazieren gehen, das hilft mir mehr. Naja, ich muss sagen, ich bin anscheinend weniger gestresst. Ob das jetzt an diesen Kurzmeditationen liegt oder an dem, was schlucke ich, Johanniskraut, das kann ich dir nicht sagen. Aber mir geht es seit einer Woche besser. Das hört sich doch gut an. Also was den Stresslevel anbelangt. Okay. Ja, dann warten wir, bis mal jemand kommt und das Stresslevel erhöht und wir dann uns aufstellen, um ihm folgende Fragen zu stellen. Weil wir haben uns nämlich auch einen Podcast angehört und haben ein bisschen so intern diskutiert. Was heißt diskutiert? Wir haben darüber geredet. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja. Ich meine, also die hat dann gesagt, es gibt, wenn du mal tiefer einsteigen wollen würdest, dann gibt es so irgendwie 10 Fragen, die du vielleicht stellen kannst, um dann später herauszulesen oder zu sehen, passt denn der oder diejenige jetzt zu mir? Oder geht die in meine Richtung oder wie auch immer? Ja, dann sag mal, Ja, ich mal. sag mal, ich fange mal mit der ersten Frage. Also ihr dort draußen könnt natürlich auch mitschreiben. Die erste, könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Die erste Frage war, weil die diese Podcasterin gestellt hat, war, welcher Lieblingsmoment in deinem Leben hat dich besonders glücklich gemacht und warum?
Das ist ja eine Frage, also ich habe die Fragen alle schon gehört, aber da muss ich echt dazu sagen, das ist eine schwierige Frage. Also die Fragen sind alle nicht so einfach. Und ja, man muss auch überlegen, ob man sie auch so stellt, wie sie hier geschrieben stehen, weil sie gehen ja doch eigentlich schon ins Eingemachte. Ja, vor allem, wenn du mich jetzt fragst, ja, welcher Moment hat mich, jetzt mal abgesehen davon, dass wir schon etwas älter sind, ja, und da gibt's zig Momente und es gibt Momente, da gucke ich auf meinen schlafenden Hund, ja, und mir geht's Herz auf, ja. Aber solche Sachen sind doch auch lieb und nett. Natürlich, ja, aber dann denke ich natürlich auch an Momente, wo ich total verliebt bin und einen wunderschönen Tag mit dieser Person hatte. Das war halt jetzt vielleicht nicht das Geschickteste, wenn ich mein Date habe, mein drittes. Und das habe ich mir bei dem Podcast auch gedacht, wo ich mir gedacht habe, welcher Lieblingsmoment? Und dann habe ich dran gedacht, ja, wie ich das erste Mal meine Ex-Freundin geküsst habe. Ja, genau. Wenn ich das jetzt in dem Date erzähle, dann ist das auf jeden Fall gleich mal durch. Ja. Es sei denn, du sagst gleich hinterher, wenn du das ablösen möchtest, den Moment, dann küsst mich jetzt. Ja, genau. Also vielleicht sagt man es dann einfach, muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen, ja, dass man eben sagt, die meisten ersten Küsse waren extrem schöne Momente für mich. Willst du mein letzter erster Kuss sein? Ja. Um auch noch ein bisschen Romantik mit hineinzubringen. Ja. Aber so von der Frage, ich meine, es geht ja darum, dass man den anderen irgendwie schon ein bisschen mit in die Tiefe nimmt oder aus der Tiefe herausholt oder einfach versucht, irgendwie ein bisschen näher ranzukommen. Weil wenn da noch so diese Barriere ist, wo man sich ja eh noch nicht so nah ist, dann ist es ja eigentlich auch schon. Und was natürlich auch noch schön ist, auch bei der Frage nach dem Lieblingsmoment, du hast ja eine innere Freude in dir. Also du gehst ja schon mal dann drauf ein und sagst, dein Gegenüber fühlt sich ja dann schon mal nicht schlecht, weil du ihm ja an ein schönes Gefühl erinnerst. Also wird er ja auch gleich ein bisschen offener sein, weil er gerade in einem schönen Moment verweilt, wenn er drüber nachdenkt. Ich überlege, weil ich wollte gerade sagen, ein Tipp wäre, weil das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn jemand so nicht so drauf ist wie wir, oder selbst wenn man so drauf ist wie wir, das sind ja keine klassischen Fragen. Das heißt, die Leute erschrecken wahrscheinlich mal als Erster. So, was ist denn das für eine Frage? Also genau, deswegen schaut vielleicht, dass ihr die wirklich so unterschwellig oder wirklich ein bisschen abgeschwächt irgendwie mit hineinnimmt. Ich glaube, was da extrem helfen könnte, aber nach dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, bin ich mir nicht mehr sicher. Was Alkohol. Da helfen, ja, Alkohol auf jeden Fall, also mir sicher. Aber was da helfen könnte, wäre, wenn ich dich, wir haben jetzt unser drittes Date, ich frage dich das und je nach deiner Reaktion, wenn ich eben merke, du gehst ein Stückchen zurück, ja, oder du bist damit vollkommen überfordert, dass ich dann sage, weißt, bei mir war das bla 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 bla. Aber, ja, wenn ich jetzt dran denke, ich will, dass der sich an einen schönen Moment erinnert und sich deshalb gut fühlt und dann erzähle ich von mir von einem schönen Moment und fange eben an mit so einem depperten ersten Kuss mit wem anderen. Oh, also Vorsicht. Ja, da müssen wir jetzt mal wirklich. Und da überhaupt auch, ich meine, es kann auch andersrum vor, also ich weiß gar nicht, ob dieser Tipp so gut, also ob diese ganze Frage so gut ist, weil ich frage dich jetzt und du hast auch dieses Gefühl eben, ja, mein erster Kuss mit meiner letzten Freundin, dann denkst du in dem Moment jetzt an deine letzte Freundin, das will die auch nicht. Das ist ja schon klar. Also, aber du könntest natürlich auch auf jemanden treffen, der sagt, ah, das war, wie ich den 4000er bestiegen habe, oben am Gipfel, da habe ich mich so unsterblich gefühlt. Ja, das ist natürlich geil, da haben wir gleich ein Ausschlusskriterium, der wandert, der geht auf 4000 Meter, also, ja, danke, es war schön. Ja, für uns ist das natürlich gleich, wo wir sagen, machst du das immer noch? Wenn er sagt, ja, okay, dann. Oder wie oft im Jahr? Machst du denn sowas? Wenn er dann aber dagegen sagt, oh, wie ich das letzte Mal irgendwie in Mallorca am Meer war, an einer, was weiß ich, einsamen Strandpromenade. Dann weiß ich, dass er lügt. Das gibt's nämlich nicht. Und schon wie ich. Aber da würde ich sagen, da fahre ich mit. Ja, aber da fällt mir gerade ein, von einem TikToker,
Der lehrt sprechen. Oh. Also jetzt auf der Bühne sprechen und so weiter und so fort, eben auch mit der Luft holen, mal leiser werden, mal lauter werden. Da höre ich immer so ein paar Sachen. Und der hat mal gesagt, und deshalb passt es auch dazu, wenn man mit jemandem, es waren halt Geschäftsdinge, aber ist ja egal, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen möchte, also eine schöne Konversation haben möchte und nicht nur so stockend, wenn man eine Frage gestellt bekommt, wie, woher kommst denn du? Dann kannst du zwei Sachen machen. Du kannst sagen, ich bin aus Wien. So, fertig. Da ist nichts, was, da geht nichts weiter. Da sagst du besser nicht, du bist aus Wien, sondern, also, und Schluss, sondern du sagst, du bist aus Wien, also ich bin aus Wien und diese Stadt ist der Wahnsinn. Was ich da so liebe, ist bla bla bla, weil da kann ich bla 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 und sowas finde ich total schön und ich habe die total super Gelegenheit mit meinen Hunden, bla bla bla. Dann kriegt er von mir schon irrsinnig viel Info. Was mag ich gerne, was finde ich schön? Ah, sie hat Hunde. Und das sind dann schon 3, 4, 5 Punkte, wo der anknüpfen kann und das Gespräch weiterführen kann. Ah, du hast Hunde. Okay, ich bin weg. Zum Beispiel. Oder, immer lieber Katzen, ja. Übrigens, ich habe mir gestern, also ich weiß nicht, ob ich es geträumt habe oder ob ich es mir gedacht habe, aber ich habe gedacht, was ist, wenn ich ihn kennenlerne, ja, und ich treffe mit dem, finde den ganz süß und so weiter und so fort, dann plaudere ich mit dem und irgendwie in der Plauderei kommen wir drauf, der hat eine Hundeallergie. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie schlimm wäre das denn? Was soll es geben? Ja, furchtbar. Was machst du denn da? Ich habe ja meine Katze nur aus dem Grund, die jetzt bei meinen Eltern ist, weil die zwei, ich meine, das ist schon so lange her, wo ich die geholt habe, aber da war das auch so, sie hat sich die zwei Mainkunst geholt, hat einen Freund gehabt und der war katzenallergisch. Jetzt waren die ständig bei ihm und die Katzen waren allein. Was natürlich scheiße war und deswegen konnten wir die damals dann zu einem recht günstigen Preis ablösen quasi. Und sie freut sich ihres Lebens bei meinen Eltern mittlerweile und ich freue mich auch, dass es ihr noch so gut geht. Aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist... Aber ich will nie im Leben in so eine Situation kommen. Nie. Niemals. So, Frage 2 bitte. Ja, Frage 2. Welcher Aspekt ist dir in einer langfristigen Partnerschaft am wichtigsten und warum? Diese Frage, auch wenn sie hier auf Platz 2 ist, würde ich wahrscheinlich eher weiter nach hinten stellen. Weil ja, da gehst du ja schon wirklich voll ans Eingemachte. Ja, das könnte Leute einengern und verschrecken. Also das ist jetzt wirklich so, wo ich sage, aber da müsst ihr ja draußen das Gefühl haben, wie weit ist der jetzt mit mir schon? Hat der schon die Hand auf meinem Schenkel oder sie? Was, oder wo ist, entschuldige, sind wir beim 3., 4. Date? Das weiß ich nicht. Hast du ja gesagt, oder? Ja, ja. Und da, also wenn 3., 4. Date und noch keine Hand auf einem Schenkel war, dann ist er disqualifiziert. Also bei meiner letzten Sache hat es sehr, sehr lang gedauert, bis es zum ersten Kuss kam. Ich bin dran geblieben. Erstes Date, erster Kuss. Was? Natürlich. Was geht? Ich bin schüchtern, sie ist schüchtern. Was machst du denn dann? Ist ja mir wurscht. Erstes Date, erster Kuss. Das ist eine Grundregel bei mir. Also ihr wisst, ihr habt es... Habe ich gerade eingeführt, aber trotzdem. Weil die letzten Male ist es auch nicht so passiert. Also bei mir war, ich glaube, das hat irgendwie 6 Treffen gedauert. Aber das, 6 Treffen, aha. Aber für mich war es dann schon gefühlt zu lang, weil das ging dann, aber es war super schön damals. Aber es war dann einfach auch schon, also man sollte irgendwie zwischen dem 1. und dem 6. sollte man irgendwo einfach mal aufschlagen. Ich habe immer gesagt, beim ersten Date gehe ich nicht mit jemandem nach Hause, wie ich noch jünger war. Aber gut, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Also das habe ich revidiert, das kann schon passieren. Du, es kann passieren, also das möchte ich auch nicht ausschließen. Das nicht aber auch. Du kannst natürlich, wenn du danach noch zusammen liegst, kannst du natürlich auch diese 10, weil du warst ja dann schon näher beieinander. Ja, aber dann ist es sicher verschreckt, dass du immer schnell in die Kiste, ja, und dann so, ja, also wie ist denn das, wie stellst du eigentlich so Beziehungen vor? Was ist denn langfristiges Ziel in einer Beziehung? Oh. Also ich meine, wenn der Sex gut war, dann kann man ja schon mal, dann sind ja beide gerade in einem guten Wohlgefühl. Ja, das wäre aber mit so einer Frage ganz schön. Nein, natürlich. Also das ist ja, ihr wisst, unser Podcast ist ja für Humor bekannt. Also wir wollten ja auch ein bisschen, wollen euch ja unterhalten. Aber nichtsdestotrotz sollen die Fragen euch schon weiterhelfen.
Falls ihr doch mal irgendwie sagt, ach, ich bin jetzt wirklich, ja, keine Ahnung, ich suche mir jetzt meine Endgegnerin, dann helfen dir da draußen die Fragen vielleicht wirklich, wenn du sagst, ah, ich weiß jetzt eigentlich genau, wo ich hin will, wie komme ich jetzt so nah ran an die Frau, dass ich vorneweg weiß, wie tickt die eigentlich und kann sie sich das überhaupt vorstellen? Ja, und kleiner Tipp nochmal wegen Sex, ja, also vor Sex und nach Sex, ja. Keine tiefgreifenden Fragen, keine tiefgreifenden Gespräche, keine irgendwie, ja, intime Fragen, wenn es darum geht, bist du rasiert oder nicht, das schon, aber nicht irgendwie gefühlsmäßig intime Fragen stellen. Weder vorher noch nachher, das ruiniert dir alles. Doktor, Frau Dr. Eder ja. Hat gesprochen. Ja, das ist wie, gehst das erste Mal mit wem ins Bett und sagst hinten nach, ich liebe dich. Ja gut, das ist natürlich, au. Das ist ein Vollhammer. Ja. Entweder die haut's aus dem Bett oder du bleibst. Ja. Aber egal. Also wie gesagt, die zweite Frage, welcher Aspekt ist dir in einer langfristigen Partnerschaft am wichtigsten und warum? Da muss ich mir selber nochmal Gedanken drüber machen. Also einer meiner größten Aspekte mittlerweile ist ein Humor, der auf derselben Wellenlänge liegt. Es ist ein Punkt, der sollte da sein, weil wenn man miteinander lachen kann, das verbindet schon so unglaublich. Ja, das hat mir letztens auch, das habe ich, weil mich hat letztens jemand gefragt, was ich eigentlich so von meinem nächsten Partner oder so, was ich mir da eigentlich vorstelle, ja, und da bin ich schon so halbwegs konkret geworden und habe auch gesagt, natürlich, der muss Humor haben und der Mann, mit dem ich geredet habe, war der Radlfahrer, unser Sponsor, Radlfahrer. Ja, da sage ich jetzt einfach voll, mit dem wir darüber unterhalten. Und der hat mir dann gesagt, ja, das wollen irgendwie alle Frauen. Also das dürfte ihm schon öfter unterkommen sein, dass Frauen relativ schnell sagen, na, Humor muss er haben. Ist halt einfach auch so. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Wobei, ganz ehrlich, für mich muss ein Mann schon etwas mehr als Humor. Erstens muss er meinen Humor haben, weil es gibt auch unterschiedliche Arten von Humor. Und der muss schon ein bisschen einen gehobeneren, also jetzt nicht einen akademischen, sondern der muss... Eigentlich muss er noch witzig, also er muss witziger sein als so der Durchschnitt, weil ich mich für dermaßen lustig halte, dass jeder. Also ganz ehrlich, bei dir muss er schlagfertig sein und lustig. Ja, also wenn er nur halb so lustig ist wie ich, dann geht es vielleicht gerade aus. Aber er muss auch deinen Humor verstehen können. Mhm. Aber schlagfertig muss er sein. Also da draußen schlagfertig müsst ihr sein. Unbedingt. Unbedingt. Zur dritten Frage. Die würde ich wahrscheinlich ein bisschen höher setzen, denn über sowas kann man ja auch reden. Welches Buch, welcher Film oder welche Erfahrung hat deine Sichtweise auf das Leben am stärksten geprägt oder verändert? Ja, ich meine ganz ehrlich, also die Frage... Die Schlümpfe, bei dir waren es die Schlümpfe, ich weiß es. Ich muss, nein, weiß nicht, ja, wobei ich jetzt erst erfahren habe, dass das Kommunisten waren, da haben wir nie darüber Gedanken gemacht. Aber wenn du die Frage so stellst, ja, dann kommt mir vor, als würde ich jetzt irgendwie so einen Test in der Bunten lesen oder so. Ich sag ja, sag weiterhin, ich meine, die stehen hier. Du musst es halt einfach. Ich meine, du sprichst ja so von Haus aus, was für ein Film hast du gesehen, der dich richtig, keine Ahnung, berührt hat oder sowas? Ja, weil damit kann ich, also da hätte ich ein paar, ja, wo ich sage, aber. Wenn man jetzt denkt, was hat mein Leben irgendwie beeinflusst oder verändert, das waren ein Haufen Bücher, aber auch ein Haufen Beziehungen. Da könnte ich jetzt gar nicht sagen, welches. Beim Film kann ich sagen, was mich sehr berührt hat, warum auch immer, ist Avatar. Und zwar, wenn die ihre Dinger in die Erden stecken. Ja, und sie verbinden. Also wenn sie sich connecten. Ja, das hat auch was Sexuelles eigentlich. Nein, gar nicht. Kann man so interpretieren, wenn ja. Die ihre Dinger irgendwie zu sind. Oder was so nötig hat, wie... nein, was ich, mir hat es insofern geholfen, nämlich auch bei so Meditationszeug und so, ja, wo es immer geheißen hat, bei diesen geführten Meditationen oder so, ja, da sagen die ja oft, ja, stell dir jetzt vor, es wachsen, wenn du stehst zum Beispiel oder dich erden sollst, ja, heißt immer so, dich erden. Und
keiner erklärt hat, was das bedeutet, aber ja, aber die Erden. Und dann sagen die, ja, stell dir doch einfach vor, es wachsen Wurzeln aus deinen Füßen oder aus deinem Popo, wenn du jetzt sitzt oder so, in die Erde hinein und Fuß. Das war für mich ein so ein grauenvoller Gedanke, ja, da war nichts von Meditation, das war nur schier, weil man dann dachte, ich komme dann immer weg. Ja, beim Popo fand ich es jetzt auch nicht so toll. Ja, also das hat mir nicht geholfen, da hilft mir eher so ein Bild, ich habe jetzt Magnete an den Füßen und die Erde ist auch magnetisch, dann kann ich zumindest immer nur weg, aber ich bin relativ stark verbunden. Hey, du bist jetzt wieder irgendwo, wir waren jetzt gerade bei Avatar. Ja, und beim Avatar stecken die ihre, wo, ich weiß gar nicht, haben die im Kopf, im Kreuz, nein, im Kopf. Ja, die sind alle ja irgendwie, und ja, natürlich, so dieser Film hat schon seine, auch mit dem natürlich, wie man auf natürliche Art und Weise mit der Natur umgeht und mit allem, und hat mich natürlich auch damals und sehr, sehr beeindruckt. Auch gerade die Titelmusik, ja, hat mich extrem berührt, das I see you, ich sehe dich, also jetzt nicht nur dich so mit deiner Physik, ja, und du bist jetzt 1,60 groß, knapp und hast 80 Kilo und ich sehe das, sondern ich sehe dich, also dein echtes Ich, weil ich glaube, das ist ja wohl das Berührendste, was dir je jemand sagen kann, wenn es auch wirklich so ist, dass er dich erkennt, weil das, also ich wünsche mir das, ja, es ist erschreckend, wenn es sehr früh passiert, ja, hat man ja oft so in Gesprächen, wo einer mit dir redet, ja, und du hast irgendwie das Gefühl so, ach, der schaut mir durch meine Augen, voll in meine Seele und weiß alles. Da mache ich am liebsten ganz schnell die Augen zu und schon weg, ja, weil Aber das wäre zum Beispiel ein Film, der mich berührt hat, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Film oder welches Buch mein Leben eben quasi stark verändert hat oder so, weil das waren also auch immer Prozesse. Ist ja nicht so, ich lese ein Buch und dann puff, biege in eine andere Richtung. Mein, ja. Natürlich, aber ich muss sagen, bei mir waren es so Bücher von Paulo Coelho, die mich in schlechten Zeiten oder in Zeiten, wo es mir nicht so gut ging, die mich wieder ein bisschen gefangen haben, sag ich jetzt mal, mit Hoffnung und so weiter und so fort. Also bei mir ist der TikTok-Typ mit der geilen Stimme. Der TikTok-Typ mit der geilen Stimme. Ja. Okay, also ihr wisst es, also so wäre das bei uns. Es gibt natürlich, wie Natascha sagt, da gibt es vieles mehr und jeder hat ja was anderes, aber auch Avatar ist natürlich so ein Film, wo ich sage, der hat mich natürlich schon auch bewegt, aber da gab es natürlich noch viele, viele andere Filme, die, wo ich sage, ja, die gehen einem nah oder näher. Und aber das könnt ihr beim nächsten Date einfach mal ausprobieren. Die vierte Frage wäre, welche Lebenserfahrung hat dich am meisten geprägt und warum? Das ist eigentlich auch schon... Welche Lebenserfahrung? Also bei mir muss ich ja gestehen, es ist natürlich dieser tragische Unfall damals mit meiner Ex-Freundin. Das war ein Lebenseinschnitt, das war eine Katastrophe, und das irgendwie zu verarbeiten, das kostet Zeit, das kostet sehr viel Energie, das kostet ja Durchhaltevermögen, und du musst schauen, dass du da wieder aufstehen kannst. Ja, ich frage mich gerade, weil das werden, also bei solchen Fragen kommen wahrscheinlich zuhauf so eher so unangenehme Erinnerungen, traurige Ereignisse und so weiter und so fort. Und ich frage mich gerade, ob uns eigentlich hauptsächlich traurige oder unangenehme Ereignisse prägen und nicht die schönen. Oh, gute Frage. Ich glaube, andere würden vielleicht sogar sagen, was weiß ich, den Marathon, den ich gelaufen habe und gewonnen habe. Ja, oder so ein wirklich geiler Erfolg, der kann natürlich auch richtig reinhauen und was mit dir machen. Das ja. Also sowas, aber sowas in der Art habe ich... Das haben wir nicht so oft, ne? Ich jetzt so nicht, aber... Ich meine, jeder oder die meisten von uns, vor allem in unserem Alter, haben eventuell schon die Erfahrung gemacht, irgendwer gestorben. Das ist meistens recht traurig. Und je nachdem, wie man damit umgeht, wie nahe man stand und so weiter, geht man halt so oder so damit um. Aber das macht schon was mit einem, vor allem, weil man sich auch mit einem Thema auseinandersetzen muss, das voll tabuisiert wird überall. Und die aber alle nicht vorbeikommen. Ja, von daher, ja, heftige Frage, weiß ich auch nicht. Kann man wahrscheinlich auch weiter hinten setzen. Was natürlich aber die nächste Frage ist, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
wie gehst du mit Schwierigkeiten, Stress und Konflikten um? Und, ja, hast du irgendwelche Bewältigungsstrategien? Wie gesagt, die Fragen stehen jetzt hier mal so. Ihr könnt sie ja anders umformulieren. Aber die finde ich jetzt, und da musste ich ja auch wieder für mich überlegen, wie gehe ich denn mit Stress um oder mit Konflikten? Also bei mir ist es ja so, ich grabe mir ja dann eher ein erstmal, wie sie dann aus meinem Loch wieder rauskommen. Also ich muss zuerst in die Höhle gehen, für mich sein und schauen, was ist das jetzt eigentlich? Und die finde ich super, die Frage. Die sollte man so früh wie möglich sein, so quasi, was machst du, wenn stressig wird? Genau, wenn... In deinem Leben jetzt, gar nicht so in der Beziehung, weil sonst glaubt er wieder... Aber dann, wenn der eben sagt, naja, meistens eben geh was trinken, treffe mit Freunden, geh angeln, was weiß ich, keine Ahnung. Mit Drogen oder keine Ahnung. Einen hysterischen Anfall, geh tanzen, was weiß ich, ja. Oder fress jetzt mal irgendwie 10 Liter Eis, keine Ahnung. Dann ist man auch darauf vorbereitet, weil das finde ich, das fand ich ja bei diesem Buch Männer, Frauen, Mars, Planeten, bla, so schön. Dass ich jetzt weiß, wenn sich jemand von mir entfernt, dass das womöglich mit mir gar nichts zu tun hat, sondern der tickt eben so, der braucht jetzt die Zeit, ob das jetzt ein Tag ist, eine Woche oder ja, wenn es ein halbes Jahr ist, gut, dann hat sie das erledigt. Also das muss dann, also es soll schon in meinem... Irgendwann sollte mal Aufklärung stattfinden. Sein. Aber dann weiß ich auch, okay, der braucht das jetzt für sich, der kommt eh wieder und dann habe ich keine Angst, dass der weggeht. Und das hätte mir ganz ehrlich schon viel Kopfzerbrechen erspart, wenn ich das früher erkannt hätte oder gewusst hätte. Und da denke ich, wenn man das vorher, wenn man es relativ früh in einer Beziehung schon erfragen kann, dann ist man dann nicht so überrascht quasi. Und das andere ist ja auch, wie ich ja gerade gesagt habe, dass man ja selber auch wirklich mal überlegen muss, wie ticke ich denn da eigentlich? Weil manche nehmen es ja so hin und wissen es ja vielleicht gar nicht. Und machen sich dann ja erstmal Gedanken, wie ist das eigentlich? Mhm. Wobei in unserem Alter, glaube ich, sollte schon jeder vielleicht mal wissen. Es gibt Leute, die denken nicht über sich nach und sagen das auch ganz offen. Ja, aber die, ja gut, die haben auch ihre Berechtigung. Das erschreckt mich dann ein bisschen, wenn man denkt, okay, verstehe nicht, aber andere Menschen funktionieren anders als ich. Letzte Woche gesagt, andere Realität, andere Wahrheiten, jeder sieht das Leben anders. Ja. Und ich muss jetzt noch was sagen, weil Fragen 6 bis 10 gibt's beim nächsten Mal. Ich mache jetzt einen Cut. Das ist sehr frech, aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Nein, natürlich ist es nicht verkehrt, kommt von mir. Ja, also so gesehen, ihr könnt euch, notiert euch die 5 Fragen, wenn es euch interessiert. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Fragen zu den Fragen? Fragen zu den Fragen? Beantworten wir gerne. So gut wir können natürlich. Auch nach 21 Uhr. Mindestens. Wir sind ja 24/7 für euch erreichbar. Ups, echt? Ja, wenn eine Mail kommt, kommt die halt. Ah ja, genau. Na dann. Echt, was? Und da haben wir noch irgendwas für als... Nein, wir haben nichts. Denkt über diese 5 Geschichten mal nach. Das ist jetzt eh einiges zum Kauen, ja. Schreibt vielleicht. So ein lustiger Epilog wäre jetzt aber auch noch was. Irgendwie haben wir. Schreibt vielleicht irgendwas. Kurzgeschichte, irgendwas passiert? Ja, was passiert? Das erzähle ich nicht. Na gut. Also, Natascha wird uns irgendwann erzählen, was passiert ist. Und ihr. Ich hoffe, euch gefällt unser Ausflug in die Beziehung. Sex kommt erst später. Aber so ist es ja meistens auch beim Kennenlernen. Sex kommt erst danach. Nach dem Kennenlernen. In diesem Sinne, schöne Woche. Packt euch warm ein. Es wird kalt. Und nass. Aber wir sind der Ofen für eure Ohren. Dann bis dann. Ciao. Im Auftrag des Herrn unterwegs.